Kennt ihr das? Ihr kauft euch Blumen oder bekommt Blumen geschenkt, aber die einzige Vase, die ihr habt, ist leider zu groß, um sie vernünftig hinzustellen? Mit diesem Trick kann man sich helfen. Füll als erstes die Vase mit Wasser und trockne anschließend den oberen Teil der Vase mit einem Taschentuch, damit man als nächstes einen Streifen Tesafilm von der einen Seite auf die andere Seite ziehen kann. Schneide es ab und wiederhole den Vorgang so oft wie nötig. Ich habe insgesamt 2 Streifen gebraucht, je nachdem wie groß die Vase ist, können es aber auch mehr werden. Als nächstes machen wir das gleiche von der anderen Seite. So, dass es ungefähr so aussieht. Zum Schluss können die Blumen zwischen die Cäsarstreifen einsortiert werden. Und wie man sehen kann, wird der Platz dadurch viel besser eingeteilt. Die Blumen stehen gerade und das Ganze sieht viel fülliger aus als vorher. Und hier nochmal ein Vorher-Nachher-Vergleich. Läuft! Das war's. Wenn dir das Video gefallen hat oder du mich unterstützen möchtest, kannst du das Video gerne bewerten, teilen und kommentieren. Oder dir weitere Videos von mir ansehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.